Schlösser, Gärten und Genies ist das Motto einer Reise, die mich hier gerade durch Ostdeutschland führt. Zwischen Potsdam und Dresden entdecke ich mit Sabtours Reiseexperten Karl Rammel Schätze, die in Österreich noch ziemlich unbekannt sind. Unser erstes Highlight ist die Schlösserregion Brandenburg. Tagesgäste kennen hier meist nur das Hauptschloss von Sanssouci. Dabei gibt es hier mehr als ein Dutzend Prachtbauten. Jeder König wollte sozusagen seine Visitenkarte hinterlassen. Historiker und Stadtführer Kevin Kennedy führt uns zu Schlössern, die Tagesausflügler gar nicht zu Gesicht bekommen. Prächtige Schlösser und Gärten finden wir auch entlang der Havel. Schloss Babelsberg zum Beispiel, ein Sommersitz von Kaiser Wilhelm I. Oder das Lustschloss Belvedere auf dem Pfingstberg. Eigentlich hatte der romantische Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. Dieses Lustschloss viel größer geplant. So hätte das aussehen sollen. Große Kaskaden und ein Casino nach dem Vorbild der Villa Caprarola. Prächtig ist auch das Marmorpalais am Heiligen See. Die Altstadt von Potsdam sieht älter aus, als sie ist. Das Stadtschloss wurde erst 2014 im barocken Stil wieder eröffnet. Das ebenfalls barock anmutende Museum Barberini wurde erst 2017 fertiggestellt. Das Gebäude ist ursprünglich entstanden 1771 unter der Regierung Friedrichs II. Von Preußen. Ist im Krieg zerstört worden und an dieser Stelle gab es zu DDR-Zeiten lediglich einen großen Parkplatz. Wir stehen also in einem nagelneuen Gebäude, was von außen anmutet wie ein barockes Palais. Ein richtiger Ort zum Durchatmen. Ich spaziere hier über den Wipfeln, wo noch lange vor der DDR-Zeit, aber auch vor der Nazi-Zeit, eine der berühmtesten und modernsten Lungenheilkliniken war. Mein Mann hat das Gelände entdeckt als Wald und gemerkt, das ist gar kein Wald, das ist ein einmaliges Denkmal. Mit einer ganz Besonderheit, und das ist eben das Alpenhaus, da wächst ein Dachwald drauf. Und den Dachwald über einen Baumkronpfad zu erschließen, das ist was ganz Besonderes. Baumkronpfad führt vorbei an der größten Kriegsruine eines Profanbaus hier im Norden Deutschlands. Auf der Asche des verbrannten Dachgeschosses bildet sich die Natur wieder zurück. Bitte schön. Wir spazieren durch die alte Kriegsruine von 1945 und schauen uns mal an, wie man 1907 die Patienten aus der Arbeiterschaft Berlins hier durch die Luftliegekur von der Tuberkulose heilte. Zimmer Nummer 8, Zimmer Nummer 9. Und hier kommen wir in einen der Badesäle, typische orientalische Architektur der Kaiserzeit. Das Besondere daran war, das war keine Einrichtung für die oberen 10.000, sondern für die Arbeiterschaft. Hier hat man alles gemacht, damit sich die Patienten hier wohlfühlen. Das lässt sich freilich nur erahnen. Denn zur DDR-Zeit war das Gelände russisches Militärgebiet und nach der Wende Partyzone der alternativen Szene. Man kann in diesem Gelände unheimlich viel Kraft schöpfen. Und wenn man durch den Park geht und sich die Bäume anschaut, vor allen Dingen morgens, wenn gerade so die Sonne aufgeht, der Nebel im Gelände steht, oder abends, wenn alle Menschen weg sind und die Sonne tief im Gelände ist, das sind einfach ganz einmalige, ruhige, entspannende Momente. Welches Genie hinter diesem Gebäude steckt, das zeige ich jetzt. Die Parkanlage rund um das Schloss Muskau ist ein heute grenzüberschreitendes Meisterwerk des grünen Fürsten Hermann von Pückler. Wir stehen hier in 35 Meter Höhe auf dem Schlossturm und haben hier einen schönen Rundblick über Pücklers Parkanlage, die sich über 800 Hektar erstreckt. Davon liegen zwei Drittel auf heute polnischer Seite. Eine Ausstellung im Schloss zeigt das vielseitige Leben des umtriebigen Fürsten. Wer war jetzt Pückler wirklich und wie hat er sich selbst gesehen? Ja, hier in dem Raum wird dargestellt, dass Pückler eigentlich nicht auf einen Punkt zu bringen ist. Deswegen haben wir ihn in verschiedene Persönlichkeiten aufgeschlüsselt. Militär, Schriftsteller, Reisender, Dandy und natürlich Gartenkünstler. Das Schloss Muskau
war 1945 in Brand gesteckt worden und lag bis in die 1990er Jahre im Dornröschenschlaf. Pückler gibt es auch zum Vernaschen. Im Café König in der Nähe des Schlossparkeingangs verkosten wir hausgemachtes Pückler-Eis. Das Pückler-Eis ist ein halbgefrorenes Eis, was aus Schlagsahne hergestellt wird. Bei uns hat es 3 Schichten und deswegen benutzen wir für die untere, für die weiße Schicht Kokosraspel geröstete und etwas Maraschino, deswegen ist dort ein leichtes bisschen Alkohol drin. Die rote Schicht besteht im Prinzip aus selbstgekochtem Erdbeermark. Und die braune Schicht ist bei uns aus Kakao, ein Sirup gekocht und der wird dann unter die Schlagsahne gehoben. Und das Eis ist offensichtlich so bunt, wie der Herr Pückler war. Angeblich hat es ein Berliner Konditor erfunden und zu Ehren des Herrn Pückler nach ihm benannt, obwohl es der Pückler nicht wollte. Alleine das ist eine Reise wert. Ein wahres Schmuckstück ist Deutschlands östlichste Stadt Görlitz. Wir stehen jetzt hier an der Via Regia, an der bekanntesten und wichtigsten spätmittelalterlichen Handelsstraße, die im Grunde genommen den asiatischen Raum mit der Westküste Portugals verbunden hat. Dieses Haus ist das älteste Haus in Deutschland mit Renaissanceform. Das Haus diente einmal als Hallenhaus, als Sitz des Kaufmanns, in dem er gearbeitet und in dem er gelebt hat. Hallenhaus deswegen, weil das immer 2 Hallen hat, eine sogenannte Erdgeschosshalle, in denen die Wagen reingefahren sind, die Lieferung, die Güter und so weiter abgeladen wurden. Und eine Zentralhalle, die im Grunde genommen vom Erdgeschoss bis zum Dach ging und die dieses Haus belichtet und belüftet hat. Was Sie hier sehen, sind italienische Formen, zum Beispiel die Kreise, diese angedeuteten Säulen, mit den, diese Pilaster mit den Kaneluren. Dieses Areal ist schon zwischen 1200 und 1250 angelegt worden. Hinter mir sehen Sie das alte Rathaus mit dem Turm. Sie sehen am Rathausturm 2 übereinander stehende Uhren. Diese Uhren sind schon seit Anfang des 16. Jahrhunderts dort. Die obere ist eine sogenannte Mondphasenuhr mit einem 24-stündigen Zifferblatt. Und die untere, das ist eine ganz normale 12-stündige Zeituhr. Auf der Uhr prangt die Figur eines Wächters, der jede Minute geweckt wird. Aus Strafe, weil er einen Brand verschlafen hat. In DDR-Zeiten war das besonders schwierig, diese alte Bausubstanz zu erhalten. Das ist gelungen. Görlitz ist auch beliebte Kulisse für Hollywood-Filme. Das Warenhaus Görlitz wurde zum Beispiel zum Grand Budapest Hotel für den gleichnamigen Film. Die Verkündungskanzel diente dazu, einmal Informationen, wichtige Botschaften an das Volk zu verkünden, aber sie diente auch dazu, Gerichtsurteile zu verkünden. Wir verkünden einstimmig, Görlitz ist eine Reise wert. In Bautzen gebe ich meinen Senf dazu. Die kleine, entzückende ostdeutsche Stadt, nahe der polnischen Grenze schon, ist bekannt für seinen Senf, und zwar schon lange vor der DDR-Zeit. Und den verkoste ich jetzt hier. Ja, man kann sagen, dass seit etwa 150 Jahren Senf in Bautzen produziert wird. Ursprünglich nur für den lokalen Bedarf. Sehr würzig, aber da fehlt jetzt das Würstel dazu. Bautzener Senf wird nicht exportiert. Also wenn Sie als Österreicher den Bautzener Senf genießen wollen, dann müssen Sie schon nach Bautzen kommen. Und das zahlt sich nicht nur wegen des Senfs aus. Trotz der vielen Stadtbrände und der Zerstörungen durch Kriege hat sich der mittelalterliche Charakter der Altstadt im Wesentlichen erhalten. Wir haben etwa die Hälfte der alten Stadtmauern noch, wir haben alle Burgtürme und auch einen großen Teil der äußeren Stadtbefestigung sind noch vorhanden. Eine Besonderheit in Bautzen ist auch die Simultankirche. Ein geteiltes Gotteshaus, das sowohl von Katholiken als auch von Protestanten genutzt wird. Ja, hier ist die Trennlinie zwischen dem katholischen und dem evangelischen Teil. Und hier befand sich einst ein 4,5 Meter hohes gusseisernes Gitter. Und man musste außen rundherum gehen, um von einem Teil der Kirche in den anderen zu kommen. Die Kirche hat 2 Eingänge, zum katholischen und zum evangelischen Teil. Wir haben im Moment sogar 4 Orgeln. Eine große im katholischen Teil, eine große im evangelischen Teil und noch 2 kleine im evangelischen Teil. Eine kulturelle Bereicherung ist hier auch die slawische Minderheit der Sorben. Wir haben ein sorbisches Gymnasium, Tanzensemble,
ein Verlag, der sorbische Bücher herausgibt, das Sorbische Museum, das Deutsch-Sorbische Volkstheater. Eine Spezialität hier in Bautzen sind unsere Ostereier. Wir verzieren sie bestimmt schon über 300 Jahre. Wenigstens sind die ältesten schriftlichen Belege dafür so alt. Auch sorbisch essen können Sie in Bautzen. Wir servieren unter anderem sorbisches Rindfleisch mit Prevelder Meerrettichsoße. Wir haben eine sorbische Rinderroulade mit Kalbfleisch gefüllt. Bei uns kann man auch sehr lecker Lausitzer Fisch essen, Forelle oder Karpfen. Deutsche Sebi Svojic. Lassen Sie es sich gut schmecken. In Löbau sind wir auf einen einzigartigen Turm gestiegen. Der Turm besteht aus Gusseisen. Auf einen schmiedeeisernen Turm quasi steckt man alle Tage. Er ist der einzige in Europa und man sagt jetzt schon in der ganzen Welt. Der Turm wurde 1854 zu Ehren von König Friedrich August erbaut und ist 28 Meter hoch. Hier können wir bei guter Sicht bis zum Jeschken rüberschauen und ins böhmische Gebirge. Wir haben hier über 1000 Einzelteile, die werden ineinander verstrebt und verankert. Diese byzantinische Ornamentik, die erleichtert auch das Gewicht des Turmes. Trotzdem ist er 70 Tonnen schwer, hält uns also locker aus. Nach der Turmbesteigung laben wir uns am Honigbrunnen, wie der beliebte Gasthof ganz in der Nähe genannt wird. Zum Abschluss unserer Ostdeutschland-Tour geht's in die sächsische Hauptstadt Dresden. Altstadt ist eines der absoluten Highlights dieser Reise. Egal ob Wien oder Salzburg, Altstadt haben wir zu Hause auch. Aber dieses Ensemble hier, das ist schon sehr faszinierend. Der Dresdner Zwinger, die Semperoper und die Frauenkirche, das sind die Top 3 von Dresden. Aber wir schauen uns Dresden auch von oben an. Mit der Schwebebahn fahren wir durchs Villenviertel der Stadt. Bei der Bergstation gibt es eine kleine Imbissbude. Würstel mit Aussicht, das ist schon genial. Wer nach Dresden kommt, sollte unbedingt auch zum Schloss und Park Pillnitz fahren. Das ehemalige Lustschloss von August dem Starken ist ein wunderbares Refugium. Ein eiliger Haus- und Hofmeister führt uns durch das weitläufige Schlossareal. Das ist ein ganzer Komplex, 12 Gebäude. Im Park entdecken wir auch eine imposante Gondel. Nach der Revolution 1918 ist unsere Tritonengondel in diesem Garten gelandet und seitdem steht sie ja auf dem Trocknen. August der Starke wurde ja deswegen so bezeichnet, weil er sehr muskulös, physisch sehr stark war. Aber ihm wurden ja auch 365 Kinder nachgesagt, was natürlich nicht ganz stimmt. Zumindest wurde im Schloss Pillnitz stark aufgekocht. In dieser tollen Küche gibt es nicht einen Raum, es gibt gleich 4. Wir sind hier jetzt in der Mundseite, dann gibt es nebenan noch die Backseite. Und eine eigene Spickkammer. Praktisch ist, wenn man so viele Räume hat bei der Küche, man kommt zu zweit nie ins Streiten. Weil da ist jeder in seinem Raum. Ne? Genau, drum geh bitte in die Spickkammer. Na gut, mach ich das.